Abend. 113 Frauen wurden im vergangenen Jahr in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Alle 45 Minuten wird eine Frau durch ihren Partner gefährlich körperlich verletzt. So steht es in der gerade erst veröffentlichten Statistik des Bundeskriminalamtes. Das Thema, das ist aber leider nicht neu. Seit 1991 machen die Vereinten Nationen mit der Kampagne Orange the World darauf aufmerksam. Heute am Internationalen Tag zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen. Ja, dass sich hier etwas ändern muss, das ist klar. Aber wie? Das Thema stand heute auf der Tagesordnung im Landtag. Einig waren sich alle Fraktionen darin, dass Schleswig-Holstein Frauenhäuser und andere Beratungsstellen finanziell schon ganz gut unterstützt. Aber es brauche noch mehr Geld und vor allem mehr sichere Orte für Frauen, die Gewalt erfahren haben. Nach einem Gespräch mit dem Bundesverkehrsminister in Berlin ist Ministerpräsident Daniel Günther zuversichtlich, dass es mit dem Weiterbau der A20 vorangeht. Der Bund ist für diese Autobahn zuständig, die seit 13 Jahren östlich von Bad Segeberg endet. Über einen konkreten Zeitplan sei angesichts ausstehender Planfeststellungsbeschlüsse und ja, möglicher Gerichtsverfahren nicht gesprochen worden. Trotzdem ist auch der Bundesminister zuversichtlich. Ja, und wenn Straßen nicht vom Land oder Bund gebaut werden, bleiben die Kosten oft an den Anwohnern hängen. Straßenausbaubeiträge nennt sich das dann und geht gerne mal in die Tausende. Die Stadt Wedel, die hat diese Beiträge offiziell abgeschafft. Trotzdem hatten viele Anwohner in den letzten Wochen Post und sollen jetzt für Arbeiten an ihrer Straße zahlen. Zum Glück muss ich da nicht hoch. Wenn wir dann im Radio Fußball oder Handball übertragen, dann können Sie mit Ihren Sportlern mitfiebern. Das Ergebnis können Sie aber nicht beeinflussen. Das ist hier jetzt anders. Der Landessportverband, der sucht die Sportler des Jahres. Abstimmen können Sie online bei uns. Und hier kommt einer von 5 Kandidaten. Ja, und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Mitten in der Nacht an der Kieler Förde unterwegs zu sein, das ist auch sportlich. Unser Zuschauer Björn Schuld aus Heiligenhafen, der hatte Nachtschicht beim Seelotsen Versetzdienst Kiel und war vor dem Holtenauer Leuchtturm unterwegs. Danke für dieses Foto, das Sie gleich noch in voller Pracht sehen. Und dann haben wir das Wetter für Sie und wünschen einen wunderbaren Start ins Wochenende. Tschüss.